Es ist mal wieder Freitag, es ist immer wieder Zeit für eine kleine Sprechstunde und heute ist auch mal wieder eine Studentin mit mir im Raum und wir haben uns schon gerade in einem kleinen Vorgespräch darüber geeinigt, dass es heute um das Thema Zweigstromanalyse und Maschestromanalyse gehen soll, also Netzwerkberechnungsverfahren. Und ja, du kannst ja mal die Frage stellen, ich suche mal nebenbei das Übungsheft raus. Sag mal am besten, um welche Aufgabe es geht und was sozusagen die am besten die konkrete Frage dazu ist. Also eigentlich ist bei Teil A, weil ich habe nicht so richtig verstanden bei Zweiganalyse, aber bei Maschen, ich kann das erkennen, dass wir haben hier drei Maschen. Und ja, und dann bei dieser Schaltung, wir haben auch zwei Spannungen. Oh, bei welcher Aufgabe sind wir? Bei der 58. Bei der 58, ja. Okay. Und ja, ich habe das M1 und M2, M3, also bei Maschen 1, Maschen 2, Maschen 3 definieren erstmal das. Und bei dieser, ich habe gegeben M1, wir haben O2-1. Na, warte mal, jetzt müssen wir mal langsam machen, sonst wird das schwierig nachvollziehbar. Ich nehme mal die Schaltung und kopiere die mal rüber und wir gucken noch mal ganz kurz einen Blick auf die Aufgabe. Also man soll alle Ströme berechnen in der Aufgabe, in dieser Schaltung. Und jetzt sind hier zwei Verfahren vorgeschlagen, einmal Zweigstromanalyse, einmal Maschenstromanalyse. Und wir machen jetzt einfach beide, habe ich jetzt so verstanden. Ja, okay. So, alles klar. So, dann suche ich mal mein Zeichenprogramm, das ist hier, und füge mal die Schaltung ein. So, und jetzt schreibe ich mal hin, Aufgabe 58a, und A wäre, wir machen Zweigstromanalyse. So, und Zweigstromanalyse, also nochmal vielleicht, um irgendwie alle abzuholen, die jetzt, weil wir sind ja in diesem Semester eigentlich noch gar nicht so weit, aber eigentlich sind wir jetzt auch bald da bei diesen Netzwerkberechnungsverfahren. Ja, das Problem ist wieder, dass wir hier zwei Spannungsquellen drin haben. Wenn es nur eine Quelle gäbe, dann wäre das vermutlich irgendwie viel einfacher zu lösen, weil man den Rest der Schaltung irgendwie zusammenfassen könnte, Reinschaltung, Parallelschaltung, Stromteilerregel, Spannungsteilerregel anwenden könnte, um irgendwie diese anderen Ströme zu bestimmen. Das, was wir, wer sich jetzt erinnert, letzte Woche gemacht haben, war Superposition. Ja, wir haben jeden Einfluss oder den Einfluss jeder Quelle einzeln untersucht und haben dann eben so getan, wie wenn es nur eine Quelle gäbe und haben am Ende die alle wieder zusammengerechnet. So, und heute wollen wir was anderes machen, nämlich wir machen erstmal Zweigstromanalyse. So, und Zweigstromanalyse heißt, also letztendlich auch das, was man immer macht, wenn man Schaltungen ausrechnet, Schaltungen berechnet, Knotensätze aufstellen, genau. Maschensätze aufstellen, Stromspannungsbeziehungen einsetzen und das irgendwie zusammenfassen. Ja. Ja. So, okay. Und jetzt, also jetzt hast du vorgeschlagen, wir fangen mal an mit den Maschensätzen. Ja. So, okay. Dann kann ich mal hier bestimmt verschiedene Farben nehmen. So, und woher wissen wir jetzt, oder welche Maschen wir nehmen oder welche wir nicht nehmen? Oder? Also, ja, ich habe erstmal so, Maschen 1, Maschen 2, Maschen 3. Und weil das ist mit Strom rechnen und die Spannungsquelle hier und Strom ist immer Gegenteil von der Spannung, dann ich benutze damit, das ist R1. Also du hast die jetzt im Uhrzeigersinn eingezeichnet. Okay, also ich würde das jetzt erstmal hier so machen. Da können wir gleich diskutieren, ob das irgendwie einen Einfluss hat oder nicht. Also irgendwie müssen wir diese Maschen durchnummerieren und ich mache das jetzt mal mit römischen Buchstaben und ach so, und ich wollte andere Farben nehmen, damit es gleich klar ist, welche Gleichung nachher zu welcher Masche gehört. Also nehme ich mal rot, nicht weil es falsch ist, aber einfach damit es eine andere Farbe ist für die zweite Masche und nochmal hier grün für die dritte Masche. So, und habe die jetzt mal vollkommen beliebig im Uhrzeigersinn eingezeichnet. So, jetzt ist noch so eine Sache, naja, warum nimmt man jetzt diese Maschen? Könnte man noch andere Maschen nehmen? Hast du eine schlaue Antwort? Hast du eine Idee? Ich habe so, weil wir rechnen mit Strom und Strom ist Gegenteil von der Spannung. Ja, okay, also du hast dir jetzt überlegt, erstmal was die Richtung angeht, weil ja hier diese Stromquelle, ich mache es mal in der ersten Masche mit Blau, weil hier ein Strom liefert in die entgegengesetzte Richtung, dass wir das hier halt irgendwie in diese Richtung einzeichnen. Ja,
Kann man so machen, ist jetzt aber nicht notwendigerweise wichtig. Also wir könnten die auch genauso andersrum einzeichnen, dann würden sich in dem Maschensatz, den wir gleich aufschreiben, einfach alle Vorzeichen umdrehen. Also die Richtung, ob man das jetzt im Uhrzeigersinn macht, ob man das gegen den Uhrzeigersinn macht, ist im Prinzip vollkommen egal. Wenn man die Richtung umdreht, drehen sich in dem Maschensatz nachher einfach alle Vorzeichen um. Ja, aus einem Plus wird ein Minus und umgekehrt. Okay, ich will mal kurz noch das Dashboard aufmachen, dass ich hier eventuelle Fragen oder Kommentare oder so aus dem Chat sehe. Also die spannendere Frage, die es eigentlich zu klären gäbe, ist, naja, warum gibt es jetzt irgendwie genau diese drei Maschen? Weil ich könnte jetzt, ich mache mal so in einer anderen Farbe, ich könnte ja auch zum Beispiel sagen, das hier wäre eine Masche, ich schreibe für diese Masche einen Maschensatz auf oder ich nehme mal noch eine andere Farbe, ich würde jetzt für diese gesamte Masche ja außen ringsrum einen Maschensatz aufschreiben, das würde ja auch einen Maschensatz ergeben. Und dann hätte ich halt noch einen vierten Maschensatz und einen fünften Maschensatz. Warum brauche ich diese drei oder warum sind diese drei irgendwie klug und schlau zu nehmen? Weil diese drei, die haben vier Knoten und die Knoten ist unterschiedlich von jeder Schaltung. Daniel konnte nicht einfach alles. Ja. Also, zwei Ideen, wie man irgendwie darauf kommt. Also erstmal ist es, ich nehme mal wieder hier zurück, wir haben sechs Unbekannte, ja, also wir wollen sechs Zweigströme ausrechnen. Das nenne ich mal Z, diese Zahl. Sechs Unbekannte, nämlich halt I1, I2, I3, I4, I5, I6. Ja. So, dann gibt es in der Schaltung, das hast du auch schon richtig gesagt, die mache ich mal hier tatsächlich irgendwie in diesen Farben, gibt es halt vier Knoten. Ja, es gibt einen Knoten A, es gibt hier oben einen Knoten B, es gibt hier in der Mitte einen Knoten C und es gibt, wenn ich die jetzt weiter so beschrifte, hier einen Knoten D. So, also das heißt, es gibt vier Knoten und wenn es vier Knoten gibt, wenn es K-Knoten gibt, gibt es immer K minus 1 unabhängige Knoten. Ja, also wir müssen nachher, also in dem Fall drei Knotensätze aufstellen. So, und wenn es drei Knotensätze gibt, haben wir drei Gleichungen im Gleichungssystem. Wenn wir mit dem Gleichungssystem sechs Unbekannte ausrechnen wollen, brauchen wir halt nochmal drei Gleichungen. Ja, und daraus folgt, es gibt unendlich viele Maschen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt unendlich viele Maschen, aber wir brauchen halt aus dem Z minus dem K minus 1, ja, folgt, wir brauchen halt drei unabhängige Maschen, um dieses Gleichungssystem nachher zu lösen und vernünftig aufschreiben zu können. So, also wir brauchen drei, naja, und dann ist das vielleicht am einfachsten zu sagen, okay, das ist eine und das ist eine, ja. Also das wäre die eine Variante, darüber nachzudenken, zu sagen, wie viele Unbekannte haben wir, wie viele Knoten, wie viele Maschen brauche ich noch, wie viele unabhängige Maschen gibt es, weil es unendlich viele Maschen gibt. Ja, also ich meine, ich könnte auch, eine Masche ist ja nur ein geschlossener Umlauf, ich könnte auch sagen, das ist eine Masche, ich könnte auch sagen, irgendwie, dass hier so rum, die hatten wir jetzt schon, ist eine Masche, aber weiß ich, was hatte ich jetzt noch nicht, hier hinten so rum, ja, also das wäre auch eine Masche. Gibt super viele Möglichkeiten, Maschen reinzuzeichnen, insbesondere dann, wenn man da noch irgendwie mehrmals ringsrum läuft. Also es gibt auf jeden Fall mehr als drei Varianten der Maschen, irgendwelche Maschen einzusetzen. So, und die andere Variante, das zu machen, wäre, jetzt nehme ich mal das Gelb, weil das Gelb nicht so stark zu sehen ist. Also wir können einen sogenannten vollständigen Baum einzeichnen in die Schaltung. Und ein vollständiger Baum ist eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Und der einfachste vollständige Baum, den man jetzt mal einzeichnen könnte, wäre dieser hier. Ja, das wäre der vollständige Baum. Ich bin mir bewusst, dass man gelbe Schrift auf weißem Grund nicht wahnsinnig gut sieht, aber das ist jetzt in dem Fall absichtlich. Sage ich jetzt mal so. Ja, also dieser vollständige Baum verbindet alle Knoten miteinander in dem Netzwerk, ohne dass ich irgendwo im Kreis laufen kann. Ja.
Und jetzt kann ich eben diesen vollständigen Baum schließen über die verbliebenen Zweige, die es da noch gibt, nämlich einmal hier oben lang. Dann kommt die erste Masche raus. Ja, wenn ich den Baum hier schließe, dann kommt genau die zweite Masche raus. Und wenn ich den Baum hier unten schließe, dann kommt genau die dritte Masche bei raus. Ja, und das ist die Idee. Also, und dann sagt mir auch der vollständige Baum, sagt, es gibt, lieber Schwarz, der vollständige Baum sagt, es gibt drei unabhängige Maschen. Und das ist eben so ein bisschen ein Nachteil dieser Zweigstromanalyse oder der Maschestromanalyse, weil man eben immer herausfinden muss, wie viele unabhängige Maschen es gibt. Ja, also entweder man muss das irgendwie so ausrechnen oder man muss halt diesen vollständigen Baum einzeichnen. Ja, damit man halt darauf kommt, dass man auf die unabhängigen Maschen findet. Aber im Grunde, wenn man das jetzt so rein intuitiv macht und sagt, hier oben ist eine Masche, da ist eine Masche, passt das in den meisten Fällen auch schon. Aber so ganz, sagen wir mal, hauptmathematisch korrekt ist es nicht. So, jetzt schreiben wir halt Maschensätze auf. Jetzt schreiben wir mal einen Maschensatz. Ich mache mal hier irgendwie das vielleicht hier nochmal weg. Und sage, wir schreiben jetzt einen Maschensatz auf für die erste Masche. So, wie lautet Maschensatz für die erste Masche? Also ich habe erstmal nur definieren. Oder ja, so ich würd ihn jetzt irgendwie direkt aufschreiben an der Stelle. Ich habe R1 mal IM1 minus UQ1. Na, warte mal, wir sind jetzt bei der Zweigstromanalyse. Wir haben jetzt noch kein IM1, wir haben keine Maschenströme. Wir sind jetzt irgendwo bei den Zweigströmen. Okay, dann wäre nur das, dann ich habe das R1 plus R3 plus R2. Ja, also, Moment, wir müssen Spannung aufschreiben. So, und diese Spannung hier wäre jetzt die Spannung UR, also die Spannung an den Widerstand wäre der Widerstand mal der Strom. Ja, R1 mal I1. Das wäre die Spannung hier. So, und also wir fangen mal hier an, vielleicht an der Stelle. So, dann, und da laufen wir in die gleiche Richtung. Deswegen steht hier ein Plus. Schreibe ich mal mit hin. So, was passiert bei dem UQ1? Und dann, weil das ist Gegenteil, dann das ist Minus. Genau, also Minus UQ1. So, dann bei dem I3 laufen wir wieder in die gleiche Richtung. Also steht da... Das ist positiv R3. Genau, plus R3 mal I3. Und hier unten genau das Gleiche, laufen wir auch in die gleiche Richtung wie der Strom. Also steht da plus R2 mal I2. So, und das Ganze ist jetzt halt 0, weil es ja ein geschlossener Maschenumlauf ist. Ja, so, okay. Dann machen wir das Gleiche für die zweite Masche. Maschensatz 2. Und ja, R3 mal 2. R3 mal... I2. Warte mal, warum I2? Müsste I3 sein, richtig? So, und jetzt laufen wir ja hier mit dem Maschenumlaufpfeil nach oben, der Strompfeil zeigt aber nach unten. Also? Okay. Ich habe das falsch, weil ich habe geändert diese. Okay. Okay. Mhm. Also muss hier ein Minus stehen. Ja, Minus. Ja? So, bei dem Widerstand R4 laufen wir in die gleiche Richtung. Dann das ist positiv R4. Deswegen ist es positiv R4 mal I4. Ja. Mhm. Und bei dem Strom I5 laufen wir wieder in die entgegengesetzte Richtung. Deswegen genau, minus R5 mal I5 ist gleich 0. Ja, negativ, weil der gewählte Maschenumlauf zeigt dem Strompfeil entgegen. So wie man Maschensatz aufschreibt. Also zeigen Maschenpfeil und Strompfeil in die gleiche Richtung, dann steht dann Plus, zeigen die in die entgegengesetzte Richtung, wie meinetwegen unten, dann steht dann Minus. So, und jetzt können wir es gleich noch für die letzte Masche machen, für diese grüne Masche, Maschensatz 3. Keine Ahnung. Positiv R6 mal I2. Moment, durch den Widerstand R6 fließt der Strom I6. Und so wie wir jetzt die Masche definiert haben, zeigt die auch entgegen dem Strom. Also steht da ein Minus. So,
hier oben im Uhrzeigersinn ist es auch minus R2 mal I2 und R5 mal I5, aber mit einem positiven Vorzeichen. Und hier unten bei der Quelle laufen auch in die gleiche Richtung. Also hier steht auch plus UQ2 ist gleich 0. Ja? So, und jetzt können wir da scharf drauf schauen auf unser Gleichungssystem. Jetzt haben wir eben drei Gleichungen aufgeschrieben, drei Maschensätze und haben aber sechs Unbekannte. Also können wir das nicht lösen. Ja, so, wir können jetzt mal so ein bisschen so Trick 17 machen und können mal gucken, ob das tatsächlich so ist. Ich nehme mal jetzt hier diese hellblaue Farbe und mach mal, oder nee, ich nehme mal grau, das ist vielleicht besser. Also ich mach mal in grau so eine Masche hier so außen ringsrum. Ja, so, also das wäre jetzt ja auch eine Masche, die man aufschreiben könnte, für die man Maschensatz aufschreiben könnte. Stimmt's? Und jetzt mache ich aber mal, also jetzt können wir da ein bisschen scharf drauf schauen, können sagen, okay, die müsste sich ja irgendwie, weil diese graue Masche halt die blaue, die rote und die grüne umschließt, müsste sich auch irgendwie daraus ergeben. Ja? Also wenn ich mal Gleichung 1, Gleichung 2, Gleichung 3 plus rechne, mache ich mal so in grau gleich, Gleichung, also Maschensatz 1 plus Maschensatz 2 plus Maschensatz 3, rechnen wir mal einfach die drei Gleichungen zusammen. Nur mal so als Test. Ist jetzt nicht wirklich wichtig für die Lösung. Ist nur, um zu verstehen, dass wir zum Beispiel diesen vierten Maschensatz nicht wirklich brauchen und den fünften Maschensatz auch nicht. So, also rechnen wir die mal einfach zusammen. Dann haben wir hier das R1, I1 als Summanden, den haben wir nur einmal da. Den schreibe ich mal ab. Plus R1 mal I1. Das Plus hätten wir uns auch sparen können, aber egal. So. Das UQ1 haben wir auch nur an der einen Stelle, minus UQ1. So, jetzt sehen wir R3 und I3. Haben wir zweimal, einmal positiv 4, einmal negativ 4, die addieren sich sozusagen weg. So, R2 haben wir einmal positiv 4. Ach so, und hier ist noch ein schöner deutscher Versprecher hier. Hier muss natürlich auch eine 2 stehen. Ja. So, also das I2 haben wir einmal hier. Negativ und positiv, das addiert sich auch weg. Das R5 genauso. Das R4, das haben wir nur einmal, plus R4 mal I4. Genauso das minus R6 haben wir nur einmal. Und das UQ2 haben wir auch nur einmal. So, also wenn man die drei Gleichungen zusammen addiert, kommt diese vierte raus. Und jetzt können wir schauen, diese vierte Gleichung wäre auch tatsächlich diese Masche hier, weil da steht halt plus R1 mal R1, das ist genau das hier, minus UQ1 ist genau das, plus R4 mal I4 ist genau das hier, plus UQ2 ist genau die Quelle und minus R6 mal I6 ist genau das hier. Ja? Also dieser vierte Maschensatz ergibt sich ganz automatisch aus diesen drei Maschensätzen davor. Und deshalb brauchen wir die nicht. Ne? Also der bringt keine neue Information. Der hilft uns jetzt nicht weiter. Ne? Also, weil man könnte jetzt ja denken, naja gut, ich habe drei Gleichungen und sechs Unbekannte, kann ich nicht lösen. Ja? Jetzt könnte man ja denken, okay, dann schreibe ich halt noch einen vierten Maschensatz auf und ich könnte noch einen fünften Maschensatz aufschreiben und irgendwie einen sechsten Maschensatz. Ne? Irgendwie würde ich noch andere Maschen finden in dieser Schaltung, aber die helfen mir halt nichts. Da steckt keine neue Information drin. Ne? In diesem Maschensatz steckt keine neue Information drin, weil den Maschensatz kann ich auch einfach zusammenbauen aus den drei Maschensätzen vorher. Ja? Deshalb ist, also die drei hier, die sind unabhängig, der hier unten ist abhängig. Ja? Das ist eine abhängige Gleichung, das ist keine unabhängige Gleichung, weil die hängt ja einfach von den drei da oben ab, die ergibt sich aus den drei da oben. Also das ist ein kein drogenabhängiger, aber immerhin abhängiger Maschensatz. Der hilft uns nicht weiter. So, was hilft uns aber weiter? Was können wir aufschreiben, was uns weiterhilft? Naja, also wir haben jetzt Maschensätze aufgeschrieben, die Stromspannungsbeziehung, das Ohmsche Gesetz, das haben wir ja da schon jeweils eingesetzt.
Was kann man noch für Sätze aufschreiben? Ja, genau, wir können Knotensätze aufschreiben. Ja? So, und das haben wir schon gesagt. Also es gibt vier Knoten, wir könnten vier Knotensätze aufschreiben, aber wenn es vier Knoten gibt, wenn es K Knoten gibt, gibt es K minus 1 unabhängige Knoten, also wir müssen drei Knotensätze aufschreiben. Und jetzt wählen wir uns einfach die ersten drei Knoten raus, mache ich mal hier in den Farben, also Knotensatz A. Knotensatz an diesem Knoten würde wie lauten? Und I2 fließt drauf zu, sozusagen positiv. Dann minus I5. Halt. Wir sind am Knoten A. Okay. Knoten A, dann positiv I1. Halt, I1 fließt weg vom Knoten. Ja, dann minus I1. Minus I1. I1, das ist gleich zu I3. Wir sind in Maschine 1, oder? Wir sind hier, wir sind an dem Knoten. Es geht um die Ströme an diesem Knoten. Es gibt drei Ströme, die irgendwie an diesem Knoten anliegen. I2 fließt drauf zu, deswegen steht hier plus I2. Der Strom I1 fließt weg, deswegen steht minus I1. Und der Strom I6 fließt noch weg, deswegen steht dort minus I6. Ach, okay. Und dann ist die Summe von allen Strömen am Knoten ist wieder 0. So, dann machen wir das Gleiche doch einfach noch für den Knoten B. Knotensatz am Knoten B. So, am Knoten B haben wir was für Ströme? Positiv I3. Na, ich schreibe erstmal auf, also I3. I1. Positiv wieder. Also I1 fließt auf jeden Fall drauf zu. I3. Das ist Minus, fließt vom Knoten weg. Und dann minus I4. Minus I4, weil der fließt auch vom Knoten weg. Und das zusammen muss wieder 0 ergeben. So, und jetzt für den Knoten C können wir auch einen Knotensatz aufschreiben. Der wäre hier. So, da gibt es was für Ströme, was für Richtungen? Halt, von dem Knoten aus gesehen macht der Strom I2 was? Aber hier ist Knoten C und I2 fließt doch von dem Knoten C weg. Dann minus. Also wir müssen immer von dem Knoten ausgehen. Das ist jetzt, hat jetzt nichts mit der Masche hier zu tun oder mit irgendwie den anderen Knoten. Wir fangen jetzt von diesem Knoten hier an zu gucken, von dem Knoten C, und da fließt I2 weg. I3 kommt drauf zu, deswegen steht ein Plus I3. So, und der Strom I5 fließt auch weg. Genau, deswegen steht minus I5. So, und das ist 0. So, und das sind jetzt die drei weiteren Gleichungen, die uns halt fehlen. Ja, also wir haben jetzt drei Maschensätze aufgeschrieben, drei Knotensätze aufgeschrieben, drei unabhängige Maschensätze aufgeschrieben, drei unabhängige Knotensätze aufgeschrieben. Jetzt haben wir ein Gleichungssystem mit sechs Gleichungen und sechs Unbekannten und jetzt könnten wir das lösen. Ja, das werden wir auch mal gleich machen in MATLAB oder in Octave, um das mal irgendwie kurz zu checken und zu testen. So, was ich jetzt mal machen möchte noch, ist nur um zu zeigen, dass das, also ne, ich ergänze das mal hier vielleicht. Also die drei, die wir hier aufgeschrieben haben, ja, das sind die drei unabhängigen Maschen. Das war hier der abhängige Maschensatz. Die drei, die wir hier aufgeschrieben haben, das sind auch die unabhängigen Knotensätze. Ja, und da brauchte man jetzt keinen vollständigen Baum oder sowas. Da ist einfach, da sagt man einfach, es gibt vier Knoten. Wenn es vier Knoten gibt, gibt es drei unabhängige Knotensätze. Ja. Also ja. Das heißt, immer wenn Maschen definieren, die Maschen erstmal definieren und dann die Knoten definieren. Ja, und bei den Maschen, also eigentlich ist es schlau, bei den Maschen zu sagen, wir zeichnen irgendwie so einen vollständigen Baum ein, der alle Knoten miteinander verbindet, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt.
Ja, schließen den und da, wo wir den schließen, immer die verbleibenden Maschen, da ergeben sich unabhängige Maschen. Ja, also diese gelbe Linie einzeichnen, diesen vollständigen Baum, der alle Knoten miteinander verbindet ohne Umlauf und dann die Umläufe bilden und aus den Umläufen ergeben sich die unabhängigen Maschen. Und bei den Knoten ist es total einfach, Knoten einzeichnen und einen weglassen. Ja, so. Und wenn wir jetzt mal für den Knoten D hier in Orange jetzt mal einen Knoten, also nee, halt, wir machen das anders. Wir rechnen jetzt, wir machen wieder genau das Gleiche. Wir rechnen mal Knotengleichung A plus Knotengleichung B plus Knotengleichung C. Ja, wieder die drei zusammen. So, gucken wir mal. Also den Strom I2, den haben wir hier einmal positiv, hier einmal negativ, der addiert sich weg. Den Strom I1, den haben wir hier einmal negativ, hier positiv, der ist auch weg. Den Strom I6, den haben wir nur hier negativ, also minus I6. So, dann machen wir weiter. I1 hatten wir schon weg. I3 haben wir hier positiv und negativ. Ist wieder weg. Es bleibt noch minus I4 und minus I5. Und das Ganze hier drüben ergibt halt einfach 0. So, und jetzt können wir gucken, das ist auch zufälligerweise im Prinzip, wenn ich jetzt diese Gleichung nehme und nochmal einfach mit mal minus 1 multipliziere, ja, dann kommt da halt raus I6 plus I4 plus I5. Und das ist nicht zufälligerweise, sondern das ist halt genau der Knotensatz an dem Knoten D. Ja, weil hier fließt ja I4, I5, I6 drauf zu. Ja, das ist der Knotensatz am Knoten D. Also wenn man ja, diese unabhängigen Knotensätze zusammenrechnet, ja, dann kommt eben der Knotensatz am verbleibenden Knoten raus. Und das heißt, das hier unten ist auch ein Knotensatz, keine Frage. Aber das hier unten oder eigentlich die beiden Dinger, die wir jetzt hier aufgeschrieben haben, ja, das ist eben ein abhängiger Knotensatz. Der nützt uns wieder nicht viel zur Lösung dieses Gleichungssystems. Ein abhängiger Knotensatz. So, und ja, der würde uns nicht viel bringen, dieses Gleichungssystem zu lösen. Jetzt. Ich gucke mal gerade, das Audio sieht hier wieder so ein bisschen seltsam aus, aber nö, eigentlich sollte der Pegel passen. Ja, doch, es sagt Good Volume, manchmal sagt es zu quiet. Nee, eigentlich sollte es passen. Okay, so, dann machen wir jetzt mal, also das Problem, oder was heißt Problem, das Ding ist, wenn wir jetzt auf die Aufgabe zurückschauen, hier stehen ja keine Zahlenwerte. Ja, also wenn wir das jetzt mit MATLAB Octave lösen wollen würden, nur mal so zum Testen, müssen wir uns irgendwelche Zahlenwerte ausdenken, so wie wir das schon letzte Woche gemacht haben. Ja, das können wir jetzt halt mal problemlos tun. Ich meine, ansonsten ist halt die Aufgabe fertig. Wir haben jetzt ein Gleichungssystem aufgeschrieben mit 6 Gleichungen, 6 Unbekannten. Das müsste man jetzt lösen. Ein Gleichungssystem mit 6 Unbekannten und 6 Gleichungen zu lösen, macht jetzt von Hand nicht viel Spaß. Ja, das ist halt sehr länglich. Das Gute wäre, dass das Gleichungssystem relativ dünn besetzt ist. Also hier tauchen ja nicht in jeder Gleichung alle Ströme auf, sondern da gibt es einen Haufen Nullen in dem Gleichungssystem. So, ich gucke nochmal rasch. Also von dieser Aufgabe gibt es in MATLAB offensichtlich noch keine Lösung oder in Octave. Deswegen suchen wir jetzt mal hier Octave raus. Die GUI. Dann könnte das auch sein, dass die uns gleich eine Fehlermeldung anzeigt oder eine Warnung anzeigt, dass es da auch eine neue Version gibt, aber das ist uns jetzt relativ egal. Die macht sie aber auch nicht, weil sie nicht automatisch nach einem Update prüft. So, muss ich mal, glaube ich, diese Zoom-Leiste ein bisschen nach oben verschieben und wir machen mal einen Editor auf. Hier ist noch irgendwie was vom letzten Mal und ich mache mal ein neues Skript auf, sage, das ist die Lösung der Aufgabe 58a aus den Grundlagen der Elektrotechnik. Heute ist der 18.11. und alles löschen, alle Abbildungen schließen am Anfang, hat noch nie geschadet. So, ups, das wollte ich schon gar nicht.
So, und jetzt müssen wir uns irgendwelche Zahlenwerte ausdenken. Bevor wir uns jetzt irgendwelche Zahlenwerte ausdenken, gehe ich hier mal einen Schritt zurück und gucke mal, weil es gab ja eine LT-Spice-Lösung, die mal irgendjemand gebastelt hat aus dieser Schaltung. Die sieht so aus. Und da sind das irgendwie 4 Volt, 3 Volt und 20, 20, 20, 30, 30 und 40 Ohm für die Widerstände. Ja, und hier kommt halt irgendwas bei raus. Also wenn wir jetzt mal hier so rechnen, dann kriegen wir hier irgendwelche Ströme, irgendwelche Spannungen raus für die Ströme durch die Widerstände. Und genauso nehmen wir jetzt mal auch diese Werte, ja, damit wir halt einfach auf das Gleiche kommen. Also schiebe ich das mal hier so ein bisschen hier in die Richtung und muss mal das dann hier ein bisschen so hier rüber schieben oder ein bisschen kleiner machen. Also einfach, damit wir, weil man ja sonst wieder nicht weiß, ist das richtig, ist das falsch, was man da macht, dass wir halt immerhin auf das gleiche Ergebnis kommen wie in den LT-Spice. Also schreibe ich mal hin, wir nehmen die Spannungsquellen und die sind in Volt. Und das sind Skalare, das sind einfach nur Zahlen. UQ1 ist 4 Volt und UQ2 sind in dem Beispiel 3 Volt. Vollkommen beliebig gewählt. Jetzt nehmen wir noch die Widerstände. Die kommen in Ohm dazu. Das sind auch Skalare. Und dann nehmen wir jetzt R1 sind 20, R2 sind 30, R3 sind wieder 20. Kann ich mal ein bisschen Copy und Paste machen. R4 sind nochmal 20, R5 sind 30 und das da unten sind 40. Ja, und das ist ziemlich schlau, das so zu machen. Ich hätte Ihnen jetzt vielleicht noch mal tatsächlich ein bisschen andere Werte gegeben, weil man ja sonst manchmal irgendwie welche vertauscht und verwechselt, aber die halt wieder nicht auf Werte von 1 zu setzen, so wie wir es beim letzten Mal schon gemacht haben, sondern irgendwas anderes als 1 zu geben. So, okay, jetzt haben wir halt die Werte von hier aus diesem Schaltbild übernommen. Jetzt brauchen wir hier mal unser Gleichungssystem. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich speichere mal das hier mal einmal kurz ab. Aufgabe 58a. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier irgendwie hingeschoben kriege, dass wir gleichzeitig diese ganzen Gleichungen sehen. So ungefähr so passt es. So, okay. Jetzt geht es darum, das Gleichungssystem in Matrixform mal hinzuschreiben. Also das, was jetzt hier rauskommt, ist eine Matrix. Und ich schreibe jetzt hier mit Absicht keine Einheiten hin. Oder ich schreibe mal hin in Ohm. Ja, weil unsere Widerstände ja in Ohm sind, die wir hier einsetzen. Hier sind ja eigentlich keine Widerstände. Wir könnten uns aber hier vor jedem, wenn wir jetzt jede Gleichung hier unten, diese Knotensätze einfach mit 1 Ohm multiplizieren würden, ja, würde da halt einfach 1 Ohm stehen. Ist jetzt aber im Prinzip, sage ich mal, relativ egal. Deswegen nenne ich das mal R-Matrix, ja, weil da halt alle Widerstände drinstehen in der Matrix. So. Jetzt schreiben wir einfach das ab, was hier drin steht, um dieses Gleichungssystem zu lösen. Also in der ersten Gleichung steht R1. Ja? R1 mal I1. Nicht, also das I1 ist automatisch da. Ja? So. Dann gucken wir, dann gibt es hier den Strom, also den Strom I2 gibt es auch mit R2, den Strom I3 gibt es auch mit R3 und die anderen gibt es nicht. Also R2 ist der Faktor für I2, R3 ist der Faktor für I3, I4 taucht da nicht auf, deswegen ist der Faktor 0 und 0. So, in der nächsten Zeile steht, das I1 taucht dort nicht auf, das I2 taucht auch nicht auf, das I3 taucht auf, aber negativ. Das I4 taucht auf mit positiv, das I5 negativ und I6 gibt es nicht. In der nächsten Zeile gibt es I1 nicht, I2 gibt es mit negativ R2, I3 gibt es nicht, I4 gibt es nicht, R5 gibt es mit I5 gibt es mit R5, genau, und minus R6. So, die graue Zeile interessiert uns nicht, das war ja ein abhängiger Maschensatz. Jetzt geht es weiter mit
Blau, ja, also ich schreibe mal hier vielleicht hinter, das ist irgendwie erster Maschensatz. In Klammern, das war ja links oben im Uhrzeigersinn. Ja, das ist der zweite Maschensatz, der war rechts oben im Uhrzeigersinn. Und das wäre der dritte Maschensatz, der ist unten im Uhrzeigersinn. So, dann kommen die Knotensätze. In dem ersten grünen Knotensatz, I1 ist negativ, I2 ist positiv, I3 gibt es nicht, I4 gibt es nicht, I5 gibt es nicht, I6 gibt es negativ. Ja, und da steht jeweils eine 1 davor, wie gesagt. So, das wäre jetzt der erste Knotensatz, das war der, glaube ich, links. Ne? So. Dann hätten wir den nächsten Knotensatz, der blaue. Da gucke ich mal einmal ganz kurz, wo der war. Das war der oben. Also I1 mit einer 1, I2 taucht nicht auf, I3 ist negativ, I4 ist negativ, I5 nicht, I6 gibt es nicht. So, das ist der zweite Knotensatz oben. Und dann haben wir noch den letzten, den pinken Knotensatz. Da gibt es nicht I1, I2 negativ, I3, genau, I4, I5 negativ und I6 taucht dort nicht auf. So, und das ist der dritte Knotensatz, der ist in der Mitte. So, damit ist diese Matrix fertig. Ich glaube, ich muss das jetzt mal so machen, dass ich hier schon die Klammer wieder schließe am besten. Ja? Können wir gleich mal reingucken in diese Matrix. So. Interessant, dass er hier immer weitermacht mit dem Ding. So, jetzt brauchen wir noch die Quellen. Ne? Die Spannungsquellen müssen irgendwie auftauchen. Die haben wir jetzt ja nämlich hier rausgelassen. Ja, also hier gab es eine Quelle und hier gab es eine Quelle. Und was wir jetzt mit den Quellen machen in unserem Gleichungssystem, ist, wir denken die uns auf die andere Seite. Ja, also wir ziehen eigentlich die Quelle hier rüber auf die andere Seite. Und diese Quelle hier, die ziehen wir auch rüber auf die andere Seite. Und dann wird halt hier aus der ersten Quelle plus UQ1 und aus der zweiten Quelle wird minus UQ2. So, da kommt bestimmt noch jemand herein. Hallo? So, also wir brauchen jetzt die Quellen. Und wie schreibe ich hin als Spannungsquellen als Vektor, als Spaltenvektor schreibe ich mal hin, um das klar zu machen. So, und der kriegt die Einheit Volt und das wird halt ein Spaltenvektor und der kriegt 6 Zeilen und eine Spalte. Vielleicht hätte ich bei der Matrix auch noch korrekterweise oder noch ergänzend hinschreiben sollen, denn diese Matrix hat 6 Zeilen, 6 Spalten, weil wir ja 6 Unbekannte haben und 6 Gleichungen. So, den nenne ich jetzt halt UQ-Vektor. Und da steht, wie gesagt, drin, hier oben in der ersten Zeile das plus UQ1, hier eine 0, hier steht ein minus UQ2 und 0, 0, 0. Ja. Eigentlich total einfach. So, also hier drüben, muss man mal auszeigen, hier minus, nee, halt, das war genau, plus UQ1, halt ein Semikolon, ne, für die Spalte, 0, dann minus, genau, minus UQ2. So. So. 0, 0, 0 und nochmal eine 0, 3, 0. So, dass das halt insgesamt 6 Stück sind. Und hier mache ich mal ein Semikolon hinter, damit es nicht in der Ausgabe erscheint.
Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir für das Gleichungssystem brauchen. Jetzt müssen wir das Gleichungssystem lösen. Und das, was ja die Lösung dieses Gleichungssystems ist, sind die Zweigströme. Und die kriegen wir auch wieder raus als einen Spaltenvektor. Und der hat jetzt natürlich die Einheit Ampere und ist so wie hier auch ein Spaltenvektor mit 6 Zeilen und einer Spalte. So, und den kriegen wir jetzt raus, den nenne ich jetzt IZW Vektor. Und den kriegen wir raus, indem wir das Inverse dieser Matrix nehmen und das mit dem Vektor hier multiplizieren. Und das schreibe ich jetzt hier so als, das ist praktisch die Inverse, so eine Linksdivision. Ja? So wie man das halt so in MATLAB auch so ausschreibt. So, und dann geben wir den halt einfach mal aus. Schreiben wir mal hin jetzt hier auf in die Kommandozeile DISP Zweigströme als Spaltenvektor. So, und machen halt ein DISP von dem IZB. Mal gucken, was der halt Schönes macht. Kann sein, dass der irgendwie nur rummeckert. Ja, wahrscheinlich wird der. Naja, schauen wir mal. Wir probieren es einfach mal aus. So, das speichere ich jetzt. Ist wahrscheinlich nicht kein guter Ordner dafür. Das ist auch kein guter Ordner. Dokumente. Ah ja. Da packen wir das mal gleich hin und nennen das Aufgabe 58a. Und sagen Verzeichnis wechseln. Okay. So, und gehen mal in die Kommandozeile und das macht er sogar. Ja. Also er gibt uns jetzt diese Ströme halt aus, die er jetzt hier ausgerechnet hat. So, und jetzt ist so ein bisschen, es kommt, wie man sagt, der Moment, in dem der Elefant das Wasser rauslässt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das hier so ähnlich funktioniert, wenn man das jetzt hier so rechnet. Also der Strom durch den Widerstand der 1, das ist dieser hier. Ja, das passt. So, der Strom durch den Widerstand R2, das ist dieser hier, das passt auch. Der Strom durch den Widerstand R3, das ist dieser, der passt auch. Dann haben wir den vierten Zweigstrom, das ist dieser hier, der passt auch, stimmt auch überein. Dann haben wir den fünften, der ist, da stimmt sogar auch die Richtung hier, ne? Also der ist halt negativ, der passt auch. Und dann haben wir noch den Strom IR6 und der passt auch. Also das sollte alles so funktionieren, so wie wir das aufgeschrieben haben. Ja, also ist jetzt kein, wie ich immer sage, kein super stringenter mathematischer Beweis dafür, dass das, also ne, wir könnten jetzt immer noch hier genau den gleichen Fehler gemacht haben wie hier, aber das ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier irgendwie genau den gleichen Fehler gemacht haben wie in unserer anderen Rechnung von Hand. Von daher, ja, sollte das so passen auf diese Art und Weise. Schöne Lösung dieser Aufgabe. So, jetzt hat sich hier halt so ein bisschen was verschoben und getan. Das ist immer das, wo man das halt speichert. Ich speichere das jetzt mal lieber nicht, weil ich ja nur diese beiden Teile da ergänzt habe, was wir mit den Quellen gemacht haben. So, ich mache das jetzt mal nochmal kurz auf. Jetzt sieht es wieder vernünftig aus und exportiere das mal einmal gleich. Nee. Ich speichere das mal einmal. So, okay. Alles klar, dann, ja, weiß nicht, also kannst ja nochmal jetzt so kurz drüber nachdenken, erscheint das jetzt so sinnvoll, gibt es dazu, was gibt es dazu noch für Fragen? Nee, jetzt alles klar. Okay. Dann probieren wir jetzt die gleiche Aufgabe nochmal mit der Maschenstromanalyse, richtig? Ja. Ja, wenn wir jetzt gerade schon mal bei der sind. So, also mache ich mal ein neues Pad auf. Gucken, ob ich noch die Schaltung. Nee, Schaltung habe ich nicht.
natürlich nicht mehr in der Zwischenablage, weil ich ja schon zwischendurch geprogrammiert habe. Also kopiere ich mal nochmal rasch die Schaltung und hole die nochmal hier in das Windows Journal rüber und füge die hier wieder so ein. So, und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Zweigstromanalyse-Lösung. Die war ja, wenn man so will, eigentlich im Prinzip, naja, erschreckend simpel jetzt vielleicht nicht, aber allzu kompliziert war es auch nicht. Ja, also wir haben Maschensätze aufgestellt, wir haben Knotensätze aufgestellt und wir haben in die Maschensätze die Stromspannungsbeziehung schon direkt reingesetzt. Und dann kam da halt ein Gleichungssystem raus und das konnte man irgendwie lösen. Das haben wir jetzt im MATLAB gelöst. Und der Nachteil, also oder vielleicht eine Sache, worauf man achten muss, ist, dass man halt unabhängige Knotensätze und Maschensätze aufschreibt, ja, damit man halt irgendwie dieses Gleichungssystem lösen kann. So, und also das ist so die Voraussetzung. Der Nachteil ist vielleicht, naja, man kommt halt auf ein großes Gleichungssystem mit vielen Gleichungen und vielen Unbekannten, ja, weil wir ja so viele Gleichungen haben, wie wir halt Unbekannte haben. Wir wollen 6 Zweigströme ausrechnen. Das ist halt der Nachteil an der Zweigstromanalyse. Und jetzt kann man sich halt überlegen, okay, naja, solange ich einen Computer habe, ne, also solange ich das jetzt hier irgendwie mit Octave machen kann, ist das jetzt vielleicht auch nicht, gar nicht so ein riesen Nachteil, weil dem Computer ist das ja jetzt relativ egal, sage ich mal, wie groß dieses Gleichungssystem ist. Der rechnet das halt einfach aus. Wenn ich jetzt keinen Computer hätte und das irgendwie von Hand lösen müsste, dann sag nochmal. 1:1 definieren. Ja, dann weiß nicht. Also ich hätte keine Lust, von Hand ein 6x6 Gleichungssystem zu lösen. Ja, dann müsste man sich irgendwas anderes überlegen. So, und die Idee von der Maschenstromanalyse ist jetzt zu sagen, also ich schreibe erstmal hin, Aufgabe 58b, Maschenstromanalyse. Zu sagen, wir fangen wieder an mit den unabhängigen Maschen und dann machen wir einen Trick. Und den Trick erklären wir gleich. So, also was haben wir denn? Wie haben wir denn angefangen? Wir haben mit Blau angefangen und gesagt, das ist die erste Masche. Dann war Grün die zweite, dann war Rot die zweite Masche und Grün war die dritte Masche. Also wir nehmen einfach wieder genau die gleichen Maschen wie vorher. Und das müssten wir uns auch sonst auch wieder überlegen. Ne? Wo ist der vollständige Baum? Wo sind diese unabhängigen Maschen? Muss man bei der Maschenstromanalyse genauso machen, weil man von den Maschensätzen ausgeht. So. Und jetzt ist, also vielleicht, mal gucken, ob ich das jetzt hier irgendwie kriege. Ich probiere es mal mit der Maus. Ich kopiere jetzt mal diese Maschensätze. Ich probiere das mal, ob ich die irgendwie umkreist bekomme. Ja, das da hinten hat er jetzt mitgenommen, das ist nicht so schlimm. Ey, das ist ein Quatsch. Oh, gibt's hier nicht. Also die 0 nimmt er irgendwie nicht mit, die ergänze ich gleich mal. So, ich kopiere mal diese Maschensätze hier rüber. Das hier hinten versuche ich mal wegzumachen. Ja, eigentlich nicht ganz so viel, nur das hier und das hier. So, okay. Und die 0 schreibe ich mal noch hinter. So, also von denen, eigentlich gehen wir jetzt von den gleichen Maschensätzen aus. So, das waren die unabhängigen Maschensätze, kann ich nochmal dahinter schreiben. Die hatten jetzt aber was für ein Problem. Also warum konnten wir mit denen das Gleichungssystem nicht direkt lösen? Weil wir haben ja nur 3 Gleichungen und wir haben aber 6 Unbekannte. Stimmt's? Ja. So. Und jetzt ist die Idee der Maschenstromanalyse, ist, um dieses Problem zu umgehen, ist jetzt die Idee, wir führen Maschenströme ein. Also wir denken uns Maschenströme aus,
Und die nenne ich, die schreibe ich jetzt mal auch hier irgendwie gleich so hin in den Farben. Also drei Stück, IM1, in Rot IM2 und in Grün IM3. Ja, diese drei Maschenströme führen wir jetzt ein und schreiben alle anderen Ströme in Abhängigkeit von diesen Maschenströmen. Und weil das ja nur drei Maschenströme sind, für die drei Maschen, die wir aufgeschrieben haben, ja, wenn wir das jetzt machen, kommt halt ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten raus. Das ist der Trick. Ja. Und der Preis, also nee, Quatsch, also der Vorteil, den wir halt gewinnen, ist, wir bekommen ein Gleichungssystem jetzt mit nur drei Gleichungen und drei Unbekannten. Ja, und jetzt ist aber, wo Licht ist, ist auch Schatten. Jede Rose hat auch Dornen. There is no free lunch, wie die AmerikanerInnen sagen. Ja, you cannot have the cake and eat it. Also irgendwie, wir kriegen einen Vorteil. Wir kriegen Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, ist, wir müssen jetzt über diese Maschenströme irgendwie mal so kurz nachdenken. Ja, und ein paar Gleichungen hinschreiben. Also wie wir jetzt die Ströme I1, I2, I3, I4, I5 und I6, also unsere Zweigströme, wie wir die ausdrücken durch die Maschenströme. So, und das mache ich jetzt auch irgendwie am besten mit diesen Farben. So, und jetzt können wir gucken. Also, hier fließt jetzt, also vielleicht zeichne ich die Maschenströme mal ein. Ne? Der Maschenstrom IM1, der würde jetzt hier fließen. Der würde hier fließen. Der würde hier fließen. Und der würde halt hier fließen. Eben überall da, wo diese Masche ist. Da haben wir diesen ersten Maschenstrom. Der zweite Maschenstrom, IM2, schreibe ich mal hier oben hin, weil hier ist so ein bisschen Platz. Ja, IM2. Fließt hier lang, der fließt hier lang, der fließt hier lang und der fließt hier nach oben. Zeichne ich mal hier oben hin. So, und dann haben wir noch den letzten Maschenstrom, den Maschenstrom IM3, der fließt halt so wie dieser Maschenfall zeigt. Das ist der Strom IM3, der fließt hier und hier und hier und halt in die andere Richtung, also hier. Und hier lang. Ja, so. Und jetzt schreiben wir im Prinzip immer nur auf, wie setzt sich welcher Zweigstrom aus welchen Maschenströmen zusammen. Und ja, der Zweigstrom I1 besteht aus welchem Maschenstrom? IM1. Da steckt nur der IM1 drin. Ganz genau so sieht es aus. So, dann können wir weitermachen. Der Strom I2 setzt sich aus welchen Maschenströmen zusammen? Dann IM1. Genau. Und dann für die Richtung IM3. Genau, und zwar in entgegengesetzte Richtung, deshalb Minus. Minus IM3. 3 ist noch nicht so noch nicht hübsch geworden. Minus IM3. Dann können wir uns den nächsten Strom angucken, den Minus IM3. 3 ist noch nicht so noch nicht hübsch geworden. Minus IM3. Dann können wir uns den nächsten Strom angucken, den Maschenstrom IM oder den Zweigstrom I3. IM1. Genau. IM2. Genau. Und zwar negativ. Ja. Minus IM2. So, dann haben wir noch den I4. Genau, und mit einem positiven Vorzeichen, das schreibe ich jetzt nicht mit hin. Dann haben wir den Strom I5. Minus IM2. Genau. Und minus IM3. Und minus IM3. Und last but not least die 6. Wir haben nur IM3. Und zwar negativ wegen der entgegengesetzten Richtung. So, und
Jetzt nehmen wir diese ganzen Ströme, ja, und setzen die hier und hier und hier ein in die Gleichung, in die Maschensätze. Und jetzt schreibe ich die Maschensätze einfach in den Farben nochmal auf. Ich mache jetzt, also ich, ja, ja. So, vielleicht, weil das jetzt total konfus wird, ich nehme jetzt einfach grau. So, also Maschensatz 1, weil jetzt ja jeder Maschenstrom auch in jedem Maschensatz auftaucht, sonst wird das mit den Farben halt sehr wild. So, also jetzt steht da R1 mal I1, I1 ist einfach IM1. So, dann steht da minus UQ1, das schreibe ich einfach ab. Dann steht da plus R3 mal I3. I3 ist IM1 minus IM2. Und plus R2 und der Strom I2 ist IM1 minus IM3. Und das Ganze ist immer noch 0 am Ende. Dann haben wir den zweiten Maschensatz. Da steht minus R3 mal I3 ist IM1 minus IM2 plus der Widerstand R4 multipliziert mit dem Strom I4, das ist nur der Maschenstrom 2. Und dann steht da minus R5 mal der Strom I5. Das ist minus IM2, ziemlich viele negative Vorzeichen jetzt hier, minus IM3. Und das Ganze ist am Ende immer noch 0. Und dann haben wir den letzten Maschensatz noch übrig. Minus R6. Genau, mal I6, das ist minus IM3. Minus der Widerstand R2 mal I2, das war IM1 minus IM3. Plus der Widerstand R5 mal I5, das war minus IM2 minus IM3. Jetzt muss ich mal gucken. Achso, glücklicherweise nur noch UQ2 plus UQ2, sonst wären wir jetzt langsam der Platz ausgegangen und das ist 0. So, und im Grunde sind wir jetzt halt fertig, ja, so vom elektrotechnischen vom Standpunkt, von der elektrotechnischen Sichtweise, weil wir ja jetzt ein Gleichungssystem haben mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten. Ja, da stehen 3 unbekannte Mascheströme drin. Die Widerstände kennen wir ja alle, die Quellen kennen wir, die einzigen Unbekannten sind jetzt die Mascheströme. Jetzt könnten wir aus diesem Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten die 3 unbekannten Mascheströme ausrechnen. Und wenn wir die 3 unbekannten Mascheströme haben, dann müssten wir die noch hier in dieses Gleichungssystem einsetzen. Und dann könnten wir daraus die Zweigströme ausrechnen, die wir vorher hatten. Ja? Also das Gleichungssystem ist jetzt im Prinzip ein bisschen einfacher zu lösen, weil wir nur 3 Gleichungen, 3 Unbekannte haben. Zumindest von Hand ist das einfacher zu lösen. Und dann hat man aber noch so ein sozusagen Schritt danach. Ja, diese Maschenströme sind halt nicht so wirkliche Ströme, kann man sich so drüber streiten. Das sind halt so gedachte Rechenhilfsgrößen. Ja. Also klar, das sind halt die Ströme, die hier außen immer fließen, wenn man so will. Ja. Aber die Ströme hier in der Mitte, innen drin, die ergeben sich dann eben erst noch, wenn ich die Maschenströme verrechne zu den tatsächlichen Zweigströmen. So, und also jetzt wäre wieder die Idee, wir haben ja das gerade schon mal in LTSpice gerechnet. Wir machen das jetzt nochmal wieder in Octave. Ja, um das zu testen, ob das klappt hier mit dem Gleichungssystem. Also von Hand würde ich das jetzt auch nicht durchlösen. Da habe ich, ja, habe ich jetzt gar keine Lust zu. Ups. Aber ich wollte doch diese Seite gar nicht haben. Egal. Also wir schreiben jetzt halt mal dieses Gleichungssystem, ja, was wir eben so ein bisschen live gemacht haben. Ich schreibe das jetzt nochmal, würde das nochmal ganz gerne hier direkt mal hinschreiben. Erstmal handschriftlich, bevor wir das in Octave übernehmen. Ich würde das mal ein bisschen ordnen. So,
Und also wenn wir dieses Gleichungssystem wieder hinschreiben, hier ist der Vektor mit den Mascheströmen, die wir halt suchen, IM1, IM2 und IM3. Hier hinten ist der Vektor mit den Quellen. Und wenn wir die Quelle wieder hier rüberholen, steht da ein Plus UQ1, so wie wir es eben schon hatten. Hier steht eine 0 und hier steht ein Minus UQ2. Genau. So, und jetzt müssen wir halt mal gucken. Also, der Maschenstrom IM1, mit welchen Koeffizienten taucht er in der ersten Gleichung auf? Und zwar mit einem R1, mit einem R2 und mit einem R3. Genau, also hier steht R1 plus R2 plus R3. Ja, das zusammen mal IM1. Okay, so, dann können wir gucken, IM2 taucht mit was für einem Koeffizienten auf? Mit R3 und mit einem Minus. Also hier steht ein Minus R3. So, und bei IM3? Nee, halt auch mit einem Minus, weil ja hier ein Minus. Minus, Minus mal Plus. So, also Minus R2. Okay, dann können wir in die zweite Gleichung reinschauen und können auch mal wieder erstmal gucken, IM1 gibt es ja nur hier. Nee, halt, weil hier ist noch ein Minus davor. Ah, ja. Ja, Minus R3. So, dann den Maschenstrom IM2. Also den haben wir einmal hier und einmal hier. Genau, und Minus mal Minus macht plus R3, plus R4 in der Mitte und beim R5 haben wir auch ein Minus und Minus macht auch ein plus R5. So, und dann haben wir schlussendlich noch den, das ist R5 minus, wobei das wundert mich jetzt irgendwie so ein bisschen seltsam, dass, warte mal, wir haben hier einen Fehler gemacht. Hier muss ein Plus stehen, weil jetzt, der zeigt doch in die gleiche Richtung hier. Ach, ja. Ja, so, weil ich passe natürlich hier schon im Hintergrund auf. So, also hier muss ein Plus stehen und hier muss auch noch ein Plus stehen. Also das hätten wir aber gleich gemerkt. Das wäre uns gleich aufgefallen. Ich sage gleich, warum. So, also steht hier Minus, hier steht Plus, hier steht Minus, ne? Minus R5. So, dann können wir in die letzte Gleichung schauen. IM1 taucht nur hier auf. Negativ R2. Minus R2, genau. Halt, hier steht Minus. Ja, Minus R5. Minus R5. So, und IM3 haben wir hier, hier und dort. Dann positiv R6 plus R5 plus R2. Genau, ich habe die gleich mal ein bisschen geordnet. Ja. Also das Minus hier und das Minus hier hebt sich auf, das Minus hier und das Minus hier hebt sich auch auf. So, sodass da diese schöne, hübsche Matrix bei rauskommt. So, auf diese Matrix kann man jetzt so ein bisschen scharf draufschauen. Ich versuche mal ein ganz bisschen hoch zu scrollen, sodass wir oben die Schaltung noch so ein bisschen besser sehen. So ungefähr passt jetzt beides einigermaßen drauf aufs Bild. Wenn man jetzt auf diese Matrix da unten drauf schaut, was stellt man erstmal fest? Also, ich sehe da jetzt so mehrere Sachen. Also irgendwie ist es immer so, dass auf der, das ist ja hier so die Hauptdiagonale der Matrix, da ist es immer positiv und da steht immer so eine Summe von Widerständen. Ja, da stehen immer mehrere Widerstände zusammen. So, dann sind diese Nebendiagonalen hier, die sind immer alle negativ. Ja, da steht überall ein Minus und was noch dazu kommt ist, dass
dass das immer symmetrisch ist. Also hier steht minus R3 und minus R3, hier steht minus R2 und minus R2, hier steht minus R5 und minus R5. Also diese Matrix ist auf jeden Fall schon mal symmetrisch. Wenn die nicht symmetrisch ist, hat man irgendwas falsch gemacht. So. Und jetzt können wir noch so ein bisschen gucken. Also hier steht ja R1, R2, R3. Ja, jetzt können wir mal gucken. In der ersten Masche tauchen auch, und das ist kein Zufall, weil, naja, so kommt das ja her aus diesem Maschensatz und so. Ne, in der ersten Masche gibt es auch die Widerstände R1, R2 und R3. Deswegen steht hier R1, R2, R3. Ich mache mal hier nochmal wieder diese Farben ringsrum. Ja, also das ist die Summe von allen Widerständen in der ersten Masche, ja, die da stehen. In der zweiten Masche sind R3, R4, R5. Deswegen steht hier R3, R4, R5. Das ist die Summe von den Widerständen in der zweiten Masche. In der dritten Masche, hier in der grünen, gibt es die Widerstände R2, R5, R6. Deswegen steht hier unten R2, R5, R6. Das ist genau die Summe der Widerstände in der dritten Masche. Okay, so, jetzt können wir gucken, zwischen der ersten Masche und der zweiten Masche ist der Widerstand R3. Ja, deswegen, ich mache mal hier irgendwie so ein, also da, wo die erste Masche und die, und ich mache mal das gleich hier, die erste Masche und die zweite Masche, da, wo die sich berühren, da ist der Widerstand R3. Und deswegen steht der halt hier, wenn wir jetzt die Zeilen und Spalten durchnummerieren würden, ne, das ist ja die erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile, das ist die erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte. Deswegen steht in der ersten Zeile, zweite Spalte, erste Spalte, zweite Zeile steht genau dieses R3 und das Minus steht dort, weil der Pfeil ja nach unten zeigt an der Stelle und der rote Pfeil nach oben zeigt. Und weil die sich entgegenkommen. Deswegen steht dort dieses Minus. Und so geht das jetzt halt weiter. Also in der ersten Zeile, dritten Spalte, steht halt der Widerstand R2, weil, naja, müsste ich jetzt eigentlich eher so zeichnen, ne, weil da zeigt halt die blaue Masche genau in die Richtung und da berührt die sich halt mit der grünen Masche in die andere Richtung und deshalb steht da auch dieses Minus. Und genau das Gleiche passiert halt auch bei dem Widerstand R5. Da zeigt die grüne Masche in die Richtung und die rote Masche genau in die andere Richtung. Und deswegen steht da der Widerstand R5 mit einem negativen Vorzeichen. Und so kann man sich das auch wunderbar merken. Und das ist halt im Endeffekt dann ein so ein großer Vorteil von der Maschenstromanalyse, weil eigentlich könnte ich mir jetzt das hier vorher total sparen. Ja, und könnte gleich diese Matrix aufschreiben, indem ich einfach sage, hier steht die Summe der Widerstände in der ersten Masche, hier steht die Summe der Widerstände in der zweiten Masche, hier steht die Summe der Widerstände in der dritten Masche und hier stehen halt jeweils diese Koppelwiderstände zwischen den Maschen und zwar multipliziert mit dem Umlaufsinn. Und weil wir jetzt immer gesagt haben, das ist im Uhrzeigersinn und das ist im Uhrzeigersinn und das ist im Uhrzeigersinn, weil die Maschen alle den gleichen Umlaufsinn haben, haben die natürlich da, wo die sich treffen, sind die immer entgegengesetzt. Ja, deswegen stehen halt hier immer Minuszeichen. So, und genau das Gleiche passiert jetzt hier das ist die Quelle in der ersten Masche. In der zweiten Masche, in der roten Masche, gibt es keine Quelle, deswegen steht da eine Null. Und in der grünen Masche, in der unteren Masche, steht eben das Minus UQ. So, und hier müsste man sich jetzt im Prinzip überlegen, naja, wenn der Maschenpfeil entgegengesetzt läuft, dann steht hier genau ein Plus. Wenn der Maschenpfeil in die gleiche Richtung zeigt, dann steht da ein Minus, weil wir das ja auf die andere Seite des Gleichungssystems rübergeholt haben, ne? Weil wir die Quellen wieder am Ende praktisch auf die andere Seite rübergezogen haben. Die Pfeile, die ich vorhin beim letzten Mal dann schon weggelöscht habe. So, ja, und deshalb dreht sich dann das Vorzeichen einmal um. Ja, und jetzt,
speichere ich das mal ab, bevor wieder komische Sachen passieren. Und nenne das Aufgabe 58b und exportiere das mal auch gleich. Und jetzt können wir das, was hier unten steht, in Octave übernehmen. Und dazu nehme ich mal das gleiche Programm und klicke mal, nee, das soll ich nicht speichern, das ist wahrscheinlich speichern unter genau 58b. Und sage, jetzt lösen wir die Aufgabe 58b aus dem Grundlagen der Elektrotechnik. Jetzt immer noch das gleiche Datum. So, und ab hier ändert sich das jetzt ein bisschen. Ne? Also unser Gleichungssystem in Matrixform ist jetzt viel kürzer. Und also da steht jetzt halt drin, R1 plus R2 plus R3, dann steht da minus R3 und minus R2. Das ist halt so, ja, ich lass mal hier, das ist halt immer noch der erste Maschensatz im Prinzip links oben, ja. So, dann steht da minus R3, R3 plus R4 plus R5. Also man sieht, interessanterweise kann man halt auch irgendwie ein paar Sachen kopieren. So, und dann steht da halt minus R2. Das ist schon zu viel weggelöscht. Auch minus R5 und dann R2 plus R5 plus R6. Und hier muss ich jetzt die Klammer zumachen, da ist jetzt die Matrix vorbei. So, und in dem Stromquellenvektor steht, Spannungsquellenvektor steht genau das gleiche drin vor. Ich muss nur diese drei Nullen löschen. Und jetzt kriege ich hier nicht die Zweigströme raus, sondern ich kriege die Mascheströme raus, wenn ich das jetzt so rechne. Also die Mascheströme, die nenne ich jetzt mal IM-Vektor. Und die rechnen wir jetzt erstmal aus und zeigen die mal an. IM-Vektor, Mascheströme als Spaltenvektor. So, einmal abspeichern, einmal ausführen, ins Fensterchen gucken. So, da kommt erstmal was raus. Ja, und jetzt können wir halt so gucken, also der erste Strom scheint ja schon mal zu passen. Der zweite Maschenstrom, wenn ich das jetzt mal ein bisschen kleiner mache, der zweite Maschenstrom hier, das sollte ja das, was vorher I4 war, sein. Ja, hier der IM2 ist das, was vorher der Strom I4 war. Das passt auch. Das ist halt der Strom hier. Und der letzte Maschenstrom, der hier, der IM3, das sollte der sein, der vorher I6 war, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Also das war vorher I2-Strom 6, das ist jetzt hier der dritte Maschenstrom, aber genau umgekehrt, weil wir die Richtung umgedreht haben. So, na gut. Und ich meine, was wir jetzt als letzten Schritt noch machen sollten, dürften, könnten, sollten, müssen, ist zu sagen, ich rechne jetzt daraus mal noch wieder die Zweigströme aus als Vektor. Halt, das wollte ich nicht. Ich wollte mal hier Zug nehmen. Ich wollte mal nochmal die Aufgabe 58a öffnen und das einfach kopieren. So, und dann stelle ich fest, ich muss mal hier noch ein bisschen korrigieren. Das ist ja jetzt nur noch ein 3x3-Matrix, ja, in dem Dings. Und das ist auch nur noch ein Spaltenvektor mit 3 Spalten und mit 3 Spalten. Aber den wir jetzt rausbekommen, der hat wieder 6 Spalten, weil es ja 6 Zweigströme gibt. Ich kopiere mal das hier auch schon. So, und jetzt ist halt so, jetzt ist halt die Sache, wie man diese Rechnung hier, die hier drüben, wie wir jetzt diese Rechnung möglichst schick und möglichst effizient in MATLAB hinschreiben. Ja, und das mache ich jetzt vielleicht, also auf den ersten Blick ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber also wir sehen, dass das gleiche ist, auch nicht. So, und zwar, ich habe ja jetzt nicht wirklich IM1 und ich habe jetzt nicht wirklich IM2 und IM3, die stehen ja alle in diesem Vektor drin. Und deswegen mache ich das jetzt als so ein Vektor, Matrix-Vektor-Produkt. Also ich nehme diese Mascheströme und multipliziere die jetzt mit einer Matrix, in der im Endeffekt genau diese Koeffizienten hier drin stehen. Also wir sehen das gleich. Um auf den Strom I1 zu kommen, ja, um auf den ersten Zweigstrom zu kommen, brauche ich einmal IM1,
0 mal IM2, 0 mal IM3. Deswegen steht da 1, 0, 0. So. Um auf den zweiten Zweigsprung zu kommen, brauche ich einmal IM1, 0 mal IM2 minus einmal IM3. Um auf den dritten Zweigsprung zu kommen, brauche ich einmal IM1 minus einmal IM2, 0 mal IM3. Beim vierten brauche ich einfach 0 mal den ersten, einmal Dings, einmal den zweiten, 0 mal den dritten. Beim fünften brauchen wir 0 minus 1 und 1, ganz genau. Und beim letzten brauchen wir 0, 0 und minus 1. Ja, so, genau. Und diese Matrix multiplizieren wir jetzt mit diesem Vektor und dann sollten auch unsere Zweigströme bei rauskommen. Und da bin ich jetzt relativ zuversichtlich, dass das funktioniert. Deswegen führe ich das einfach mal aus. Es gibt auch keine Fehlermeldung. Und jetzt sieht man im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, gleicher Zweigstrom, ne? Also das, was wir vorher ausgerechnet haben, ist ziemlich präzise das, was wir jetzt ausgerechnet haben. Was halt zeigt, dass das jetzt wieder nicht so wahnsinnig falsch sein kann, was wir da getan haben. Ja, schönes Beispiel, schöne Demo von, wie funktioniert Maschenstromanalyse, wie funktioniert Zweigstromanalyse, wie funktioniert Maschenstromanalyse. Und der Vorteil der Maschenstromanalyse jetzt nochmal zusammengefasst ist, man kommt auf ein Gleichungssystem mit weniger Gleichungen und weniger Unbekannten. Und es gibt eben so eine schöne Regel, mit der ich gleich relativ schnell auf dieses Gleichungssystem komme, indem ich halt weiß, hier steht die Summe der Widerstände in der jeweiligen Masche, hier stehen diese Koppelwiderstände zwischen den Maschen, multipliziert mit dem Umlaufsinn, hier stehen die Quellen in der jeweiligen Masche, multipliziert mit sozusagen dem entgegengesetzten Umlaufsinn. Das sind die drei Regeln, die man wissen muss, dann kommt man relativ schnell auf dieses Gleichungssystem und könnte das Gleichungssystem hier auch ganz gut von Hand lösen, wenn man Zahlenwerte hat, ansonsten setzt man es halt in MATLAB ein und rechnet es halt da. Ja, und dann muss man halt sagen, gut, dann ist es im Prinzip MATLAB-Octave jetzt relativ egal, ob es dieses kleine Gleichungssystem löst, ob es dieses große Gleichungssystem löst. Jetzt kann man sagen, na klar, also klar macht das für einen Computer auch einen Unterschied, wie groß das Gleichungssystem ist. Ja, ja und nein. Hier kriege ich ja üblicherweise ein vollbesetztes Gleichungssystem raus. Hier sind alle Elemente besetzt. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf Octave und hier im Editor, wenn ich meinen Mauszeiger finde, nochmal die Lösung von der Aufgabe A aufmache. Na, also hier in der Matrix hatten wir auch super viele, also was heißt super viele, aber schon ziemlich viele Nullen drin. Das ist ein schwach besetztes Gleichungssystem, würde man sagen. Und für so ein schwach besetztes Gleichungssystem gibt es auch dann rechnerisch, numerisch weniger Aufwand, das zu lösen. Also am Ende ist es dem Computer eigentlich relativ egal, ob der jetzt so ein 6x6 schwach besetztes oder so ein 3x3 voll besetztes Gleichungssystem löst. Ja, und am Ende muss ich ja hier trotzdem irgendwie noch diese Rechnung machen, um wieder auf meine Zweigsprünge zu kommen. So, ja. Jetzt ist alles klar. Also du kannst ja gleich noch, wenn dir noch Fragen einfallen, dann stell auf jeden Fall noch die Fragen, bevor ich jetzt noch eine Sache vergesse. Also ein Punkt, den man jetzt hier nochmal hervorheben muss, ist, wir brauchen natürlich eben trotzdem unabhängige Maschensätze. Und also das, was ich in jedem Fall irgendwie machen müsste, um auf diese unabhängigen Maschensätze zu kommen, ist, diesen vollständigen Baum hier aufzuschreiben. Und das ist eigentlich dann bei komplizierten Schaltungen, bei komplizierteren Schaltungen die Schwierigkeit, so einen vollständigen Baum zu finden. Ja, weil man ja irgendwie dieses, oder also als Mensch kriegt man das einigermaßen hin, aber wenn ich jetzt einem Computer beibringen will, Netzwerke zu berechnen, dann ist es relativ schwierig, den Computer beizubringen, zu sagen, ey, pass auf, so ein vollständiger Baum, ja, guck mal, da hast du halt irgendwie so Knoten und finde jetzt mal eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen Umlauf gibt. So. Und da ist es halt viel einfacher zu sagen, es gibt so und so viele Knoten und von diesen Knoten ziehen wir halt einen ab und das sind die unabhängigen Knoten. Und das ist nachher der Vorteil von der Knotenspannungsanalyse, weil bei der Knotenspannungsanalyse fängt man halt einfach mit Knotensätzen an, definiert sich einen Knoten als Bezugsknoten, das ist der Knoten, der halt wegfällt, das ist der Knoten mit der Nummer 0, den man halt nicht mehr durchnummeriert und alle anderen Knoten sind automatisch unabhängige Knoten und liefern unabhängige Knotensätze und dann ist es total einfach, einem Computer beizubringen,
da halt auf dieses Gleichungssystem zu kommen. Das, was wir hier gemacht haben, das sind ja eigentlich total einfache Regeln. Ja? Also wenn man dem Computer sagen würde, pass auf, das ist Masche 1, das ist Masche 2, das ist Masche 3. Naja, dass der Computer erkennt, in Masche 1 habe ich die Widerstände, in Masche 2, in Masche 3 habe ich die Widerstände und da habe ich auch diese Koppelwiderstände, das wird er halt auch noch hinbekommen. Aber im Prinzip in einem komplizierteren Netzwerk zu erkennen, was sind die unabhängigen Maschen und wie nummeriere ich die geschickt durch, das ist halt die schwierige Sache, einem Computer beizubringen. Und deshalb, wenn man jetzt das macht, was wir hier gemacht haben, ein Netzwerk berechnen in einem Netzwerksimulator wie LTSpice, wie EasyEDA, wie Consurf, wie Cooks, dann ist das, was die im Hintergrund machen, ist eben Knotenspannungsanalyse. Und das sieht man so ein bisschen, das ist, weil wir halt immer einen Knoten als Masseknoten setzen müssen, das ist, zeigt er hier auch unten an, hier unten, das ist Ground, ja, das ist der Bezugsknoten, das ist der Knoten 0, der nicht mit auftaucht. Und das ist Knoten 3, das ist, ja gut, okay, der macht hier noch ein bisschen mehr, weil der packt halt hier jetzt noch Knoten hin. Ne? Also das ist Knoten 1, das ist Knoten 2, das ist immer noch Knoten 2 natürlich, das ist Knoten 3, das ist Knoten 4, hier unten, das ist Knoten 5. Der baut jetzt hier noch ein paar mehr Knoten rein. Aber eigentlich würde prinzipiell erstmal ausreichend sagen, Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3 und jetzt haben wir hier irgendwie einen Bezugsknoten. Und das ist nachher der Vorteil von der Knotenspannungsanalyse, wenn man solche Netzwerke berechnet, dass man das programmtechnisch auch viel einfach umsetzen kann, weil man eben nicht diesen vollständigen Baum braucht, um unabhängige Maschen zu finden. Deswegen basieren alle Netzwerksimulatoren wie zum Beispiel LTSpice auf der Knotenspannungsanalyse. Okay. Alles klar? Ja. Sehr gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, mache ich mal Freigabe stoppen und winke zum Abschluss nochmal freundlich in die Kamera, die doch heute zu ganz nicht unerheblichem Bildrauschen neigt, weil es ziemlich dunkel draußen ist, aber das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende und klicke damit mal auf Livestream anhalten.